verstehen alle Deutsch? Nein, natürlich nicht. Ne? Everybody understand German now. Oh, really? Yeah, well, okay. Okay, Carol, so I do it in German and in English. So, wir wollen heute beginnen mit einem kurzen Gedenken an die 136 Opfer der Berliner Mauer zwischen 1961 und 1989. Die 136 Opfer der Berliner Mauer waren 90 DDR-Flüchtlinge, die von den Grenzsoldaten erschossen worden sind, 30 Menschen aus Ost und West ohne Fluchtabsicht, die erschossen wurden oder verunglückt sind, und 8 im Dienst getötete DDR-Grenzsoldaten. Außerdem wollen wir aber auch gedenken den 14.714 Opfern, Todesopfern im Zeitraum zwischen 1988 und 2009 an den Schengener Außengrenzen. 14.700 Menschen wurden seit 1988 an der Schengener Außengrenze getötet. Da gibt es keine offizielle Statistik. Frontex und die EU schreibt natürlich nicht mit. Und das ist sozusagen die Zahl, die sie aus den Presseberichten ergibt. Die tatsächliche Zahl der Todesopfer an der neuen europäischen Mauer kennt niemand. Sie geht jedenfalls in die Zehntausende. Today we wanna do a short remember to the building of the Berlin Wall in between 1961 and 1989. There were 136 victims on the Berlin Wall, and 90 of them were refugees from the DDR. 30 of them were victims from the East and the West because of an accident, or they were shot by friendly fire or by a mistake of the DDR border soldiers. And 8 of the 136 dead ones were DDR soldiers on the wall. But we also want to think about the victims on the new wall, on the Schengener wall around Europe. Since 1988 and 2009, there were 14,714 dead humans on the new wall. This means the borders of the European Union. Warum wir heute diese kleine Gedenkveranstaltung machen, sehen Sie hinter mir. Das ist die neue Berliner Mauer. Die wurde gebaut, dass man nicht im Widerstreit politischer Systeme, sondern diese Mauer wurde errichtet, Eigentum gegen Kunst. Die Künstler sollen hier abgetrennt werden. Wie manche von euch wissen, gibt es ja dahinter noch die freie Fläche des Kunsthaus Tacheles. Nun, um uns voreinander zu trennen, hat man diese Mauer hier errichtet. Today, we do this small event because of the new Berlin Wall here in the back. This is not a wall in between political systems, but it's also very political because it's a new wall, let's say, short-minded business against the artists, the bank who wanna close the Tacheles, did the wall to separate the artists in the back from the artists in the house. They also did a big fence all around the area, and in a couple of minutes we start to have a look on the fence that we see how it is. So at least we have like a small
installation, a small, let's say, east and west installation now in the middle of Berlin, and it's the same shame as the Berlin Wall was, or it's the same shame as the new walls around Europe, in between the US and Mexico, and so on, already today. Eines möchte ich, bevor wir jetzt losgehen und uns das alles anschauen, möchte ich eines noch sagen. Der Berliner Bürgermeister, den wir jetzt dann mit Fug und Recht eure Peinlichkeit nennen dürfen, hat heute in einer Rede davon gesprochen, wie menschenverachtend, wie verlogen das Mauerbauwerk im Jahre 61 gewesen wäre und was es jetzt für großer Bruch der Menschenrechte war, dass diese Mauer so lange zwischen Ost- und West-Berlin existiert hat. Der Herr Bürgermeister hat mit dem völlig recht. Ein Problem ist nur dabei, wir haben die Mauern heute auch. Das ist eine Mauer, die noch keine Opfer gekostet hat, aber die private Security-Firma tut alles, um dass es noch zu Opfer kommen wird. Ja? Und, wie ich ja kurz erwähnte, haben wir heute Mauern, wo nicht ein paar hundert Leute sterben, sondern Tausende und Zehntausende sterben, weil sie davon abgehalten werden, in den Erdteil zu reisen, in den sie reisen wollen. Das bedeutet, der Herr Bürgermeister ist entweder ein Dummkopf, das nehme ich jetzt aber nicht an, oder er ist einfach ein zynischer, opportunistischer Politiker und darum haben wir große Probleme mit ihm. Today the mayor of Berlin did a speech and in the speech he talked about the wall in between East and West Berlin and he said this was a wall against the human rights and it was really bad and it was really ugly to do that. This was against any law of mankind and humanism, but and of course in this question he's right, but he didn't say that we have a lot of walls today, not even this wall here in the back, no, we have a lot of new walls around Europe, in between the USA and Mexico, Israel to the Gazastreifen, in between different Arabic countries and so on. On that walls, who existed today and now, not hundreds of people are dying, there are 10,000s of people dying because they are not free to go where they want to go. So, as far as we see, on one hand, maybe the mayor is only stupid, but we don't think he is like that, or he is only an opportunistic West politician who is not caring or thinking about the poor people in the South or somewhere else. At least we have to say, if we don't stand together on that road, and if we don't think that we all are human, we will have a lot of more walls in the upcoming years, and we will have a lot of more trouble in the upcoming years, as the Germans had during 20 years of the Berlin Wall. So, heute erklären wir nun diese Befestigungsanlage und diese neue Mauer zum Kunstwerk. Wir nennen es verbotene Zone, Spekulantengebiet, lost in 2011, die neue Grenzanlage in Berlin. Und vielleicht ist das ja ein kleiner Vorgeschmack auf die nächsten Jahrzehnte. Vielleicht wird es ja ummauerte Innenstädte geben mit Menschen, die noch versichert sind, die quasi noch im System sich befinden. Und außenrum, wie in einem schlechten Science Fiction, sind alle die, die nicht genug haben, um am Innen teilzunehmen. Und als Warnung vor dem erklären wir diese Mauer und den Zaun rundum zum Kunstwerk des Kunsthauses Dacheles.
denke, wir gehen jetzt einfach los und besuchen die Künstler in Ostberlin. Ja? Hallo.